Hallihallo, wenn ihr eine wunderschöne 3D-Frühlingsnailart sehen wollt, dann bleibt doch bitte dran und ich zeige euch, wie ihr die ganz einfach umsetzen könnt. Und das kommt super gut bei euren Kunden an oder auch wenn ihr selbst auf sowas steht, ist wirklich wunderschön. Geht ganz einfach und arbeiten durch wieder mit den Produkten von WLEAN Eigenart. Die eignen sich sehr gut, da sie ohne Schutzschicht aushärten und gerade zum Malen sind die perfekt. Einmal zeige ich euch die Marienkäfer, nämlich drei verschiedene Größen. Und ja, da seht ihr die 3D-Optik eben. Kommt super gut auf den Nägeln an. Und einmal machen wir die Ameise. Da ist die 3D-Optik rein über die Augen. Könnt ihr natürlich auch den Körper grundsätzlich machen, aber ich finde es jetzt mit den Augen immer ganz putzig. Ja, und dann zeige ich euch, wie ihr das ganz einfach umsetzt, wenn ihr Lust habt. Dann starten wir mit zwei Mustertipps. Diese sekundiere ich hier mit weißem Farbgel oder in meinem Fall ist es ein weißes Painting-Gel, das wirklich sehr hoch pigmentiert ist. Und ja, wenn ihr die Firma wissen wollt, ich arbeite da mit dem Painting-Gel von Calais Yonels. Und ja, jetzt packe ich es dann 2 Minuten in die Lampe und sobald es ausgehärtet und matt versiegelt ist, komme ich zurück. Mit einem Spatel nehmt ihr einfach etwas Weiß auf, packt es auf eure Unterlage. Dann nehmt ihr den Grünton eurer Wahl. Ich würde da an eurer Stelle mal ein bisschen dunkler wählen. Meins heißt Black Forest, auch von WLEAN Eigenart. Ja, weil ihr mischt ja immer wieder dieses Grün ineinander und dadurch wird es sonst alles etwas zu hell. Daher wähle ich mal lieber den dunkleren Ton. Ist natürlich euch überlassen. So, dann nehmen wir unser Dunkelrot, in dem Fall die Nummer 014. Ja, und tun uns auch einen kleinen Klecks auf unsere Unterlage, um danach unseren Marienkäfer damit zu malen. Dafür braucht man es eigentlich. Also ihr braucht wirklich nur Mini-Klecks dafür. Ich habe immer irgendwie viel zu viel drauf. Aber ja, das glaube ich ist so ein Laster, was man hat. Ja, dann brauchen wir noch Schwarz. Das ist in dem Fall die 02 oder 002. Das brauchen wir im Allgemeinen für die Ameisen und die Konturen, um ja, dem Ganzen etwas Leben einzuhauchen. So, ihr Lieben, die Vorbereitung hätten wir geschafft. Jetzt malen wir eine Runde. Ihr braucht dazu einen dünnen Nailart-Pinsel und ein Dotting-Tool, je nachdem, mit was ihr euch einfacher tut. Für die Grashalme eignet sich eben ein langer, dünner Nailart-Pinsel, damit sie nicht so Balken werden, sondern schon filigran und idealerweise nach oben schmal auslaufen. Genau, das setzt jetzt einfach euer Grün, in dem Fall bei mir auch dieses dunklere Grün ungemischt, setze ich da auf. Ich setze meistens so zwischen 3 und 4 Grashalme, sonst ist mir der Nagel zu voll, da ja unsere Tierchen auch noch ein bisschen Platz brauchen. Weiß und Grün dürfen wir jetzt ein bisschen mischen, damit wir einen helleren Grünton erreichen. Das wirkt dann immer ein bisschen realer, wenn man in mehreren Facetten einfach malt von den Farbtönen. Wie gesagt, die Stängelchen nicht aushärten, dieses Dunkelgrün. Und jetzt ziehen wir einfach nochmal unser so leicht meliertes Weiß-Grün über diese Stängel, damit die einfach noch etwas realer werden. Genau, also nicht aushärten, schön drüber ziehen, damit die schön miteinander verlaufen und dann gehen sie ab in die Lampe. Die Tipps habe ich direkt versiegelt, in meinem Fall mit Glanzversiegler. Ihr könnt hier auch gerne Matten nehmen. Das liegt einfach in eurem Ermessen, was euch leichter fällt. Ich persönlich mal lieber auf glatten Untergrund. So, jetzt zeige ich euch jetzt allererstes die drei Marienkäfer. Die machen wir in drei verschiedenen Größen. Jetzt kommt erstmal der große Marienkäfer. Da malt ihr mit eurem Dotting-Tool ja einen Punkt, den ihr dann etwas länger zieht, so eher wie so ein Ei. Ja, damit der Käfer eben nicht so ein runder Fleck einfach nur wird, sondern er soll ja relativ realistisch werden.
Punkte soweit gefallen, dann kommt es zum Anhärten in die Lampe. Jetzt braucht ihr wieder euer Nail Art Pinsel. Jetzt geht es dann ans Eingemachte, sag mal so. Also jetzt werden dann die Konturen gezeichnet und das Innenleben des Käfers. Ich beginne meistens in der Mitte. Das fällt mir etwas leichter. Also ihr malt so ein ganz flaches C. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Und damit das Ganze ein bisschen tiefer wird. Also nicht so ganz eine gerade Linie, sondern wirklich so ein ganz flaches C eben. Und dann malt ihr hinten wie so ein kleines Dreieckchen hin. Das ist die Rückseite des Käfers. Dann kommen wir zum Kopf. Da nehmt ihr auch wieder einen kleinen Klecks Farbe auf und malt erstmal im roten Punkt innen auch wieder so ein kleines Dreieckchen oder wie so ein kleiner schwarzer Balken. Das darf auch ein bisschen dicker sein. Und dann zieht ihr aus dem Balken die Kontur raus und umrandet einmal ganz, ganz fein den Käfer. Also wirklich, ihr müsst da keine Farbe nachnehmen in dem Moment. Also wirklich aus dem Punkt in den Punkt reingehen und aus dem Punkt zieht ihr die Kontur. Dann malen wir das Köpfchen drauf. Das wird auch wie so ein Punkt im Endeffekt wieder draufgesetzt und einfach mit dem Körper verbunden. Also wirklich einfach nur einen kleinen Farbklecks aufsetzen. Das ist für euch dann das Einfachste oder auch für mich natürlich. Genau, und das verbindet ihr schön mit dem Körper und schon habt ihr euren Käfer fast fertig. Also jetzt malt ihr noch die Punkte rein. Das liegt auch in eurem Ermessen, wie viele ihr da reinmalen möchtet. Ich mache es meistens ein bisschen durcheinander, weil der eine kriegt drei, der andere kriegt zwei. Aber das ist immer nach Laune. Also schaut ja eh keiner gleich aus. Malen wir auf dem ausgehärteten Tipp mit Weiß und unserem Nail Art Pinsel diese Lichtreflexe. Also wirklich eine ganz dünne Linie mittig vom Käfer, auch parallel am besten zur inneren schwarzen Linie. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Damit malt ihr jetzt einfach euren Lichtreflex rein und auch eure weißen Augen werden damit gemalt, dass ihr, ja, bei den Kleinen ist es immer ein bisschen schwierig, weil der ist so mini klein. Dann nehmt ihr einfach einen Tropfen weißes Gel auf und setzt einen kleinen Punkt als Auge in den Käferkopf. Jetzt nehmt ihr wieder schwarze Farbe mit dem Feinlagerpinsel auf und malt die Füßchen an den Käfer. Ich male immer pro Seite drei Füße. Den ersten lasse ich nach oben schauen und die anderen beiden lasse ich dann meistens nach unten schauen. Jetzt tust du einen kleinen Klecks von dem Weiß ins Schwarz mischen, damit du so einen dunkelgrauen Ton, einen dunkelgrauen Ton würde ich jetzt mal sagen, bekommst. Und mit diesem Ton malst du einfach nochmal die Füße nach oder halt den Rand der Füße, damit du so einen kleinen Schatten hast. Dann wirkt es wieder etwas realer und nicht so künstlich durch diese schwarzen Balken.
nachdem wir alles aushärten lassen haben, versiegeln wir jetzt unser Werk und lassen dies auch aushärten wieder. Ich versiegel das hier mit dem Speed-Versiegler ohne Schwitzschicht von Velian Eigenart. Der hat einen besonderen Glanz eben, also sehr hochglänzend. Ja, und den lasse ich dann auch wieder aushärten. Ich lasse ihn 2 Minuten in der UV-Lampe aushärten. Ich finde, damit erzielt man das beste Ergebnis. Unser Tipp ist nun fertig ausgehärtet. Jetzt brauchen wir ein standfestes Aufbaugel. Ich nehme da das Profile Medium von Velian Eigenart, auch jetzt zufälligerweise. Und ja, damit nehmt ihr euch mit eurem Dotting Tool ein Kügelchen auf und setzt es idealerweise mittig auf den Käfer auf. Und ich drehe das dann ein bisschen, das Dotting Tool, damit die Kugel loslässt, dann auch in dem Fall, weil ich will sie ja nicht verziehen, sondern es soll ja wirklich auf dem Käfer dieser Effekt sein und nicht auf dem Füßchen. Ja, also der Körper soll diesen Huckel bekommen. Und jetzt, wenn ihr von der Seite schaut, jetzt könnt ihr echt gut erkennen, dass das eben 3D ist. Dann härtet ihr kurz zwischen, damit euch wirklich nichts mehr verläuft. Flüssiges Aufbaugel ist hier leider nicht geeignet. Also da wirklich schaut, dass ihr Standfestes habt. Und wie gesagt, das ist eine ganz leichte Nailart und das macht echt was her für den Frühling, wenn du so ein Käferchen auf dem Finger hast. Eure Mädels werden es lieben oder vielleicht auch du, wenn du es privat bei dir zu Hause machst. Ist wirklich was ganz Süßes und auch ganz schnell umgesetzt. So, unsere Käferchen sind fertig. Ich nehme jetzt noch die Schwitzschicht ab, weil ich lasse den Tipper so, was total toll ausschaut und was ich euch noch sagen wollte. Also ihr könnt gerne den Tipp auch in matt versiegeln und die Käferchen dann in Hochglanz versiegeln. Das schaut total süß aus. Da denkt man wirklich, man hat so einen kleinen Käferchen auf dem Finger sitzen. Also wenn ihr noch Lust und Laune habt, dann können wir jetzt gerne noch gemeinsam unsere Ameise machen. Den Tipp haben wir schon vorbereitet und die geht auch wesentlich schneller als die Marienkäferchen. Ja, geht wesentlich schneller. Erstens malen wir nur eine und keine drei und zweitens ist die wirklich sehr, sehr einfach. Auch für jemanden wie mich, der jetzt halt nicht der größte Maler ist, ist es relativ schnell umgesetzt. Also ja, ich fange mit dem Dotting Tool an. Das hat den folgenden Hintergrund, weil der Kopf wird wie so ein Dreieck mit runden Ecken. Und da tue ich mir einfach leichter. Mit dem Dotting Tool könnt ihr aber handhaben, wie ihr wollt. Ihr könnt natürlich auch mit dem Pinsel malen. Wir brauchen auch jetzt hier dann später noch den Pinsel. Ich switch dann auch irgendwann um. Ja, weil ich bin auch ein Pinselkind. Ich male normal nicht gern mit Dotting Tool. Nur wenn es rund werden soll. Ja, also genau, wir malen gerade den Kopf. Bei Schwarz bitte achtet darauf, dass ihr es nicht zu dick malt. Sonst härtet euch Schwarz nicht durch, da Schwarz sehr hoch pigmentiert ist. Also schön dünn malen und die Gliedmaßen lasst da idealerweise immer ein bisschen Platz dazwischen, also dass sie sich eben nicht berühren. Zwischen den beiden machen wir zwar dann später noch einen Hals hin, aber trotzdem achtet drauf, weil sonst verläuft euch das. Sobald die Farbe sich berührt, läuft es ineinander rein und das verliert einfach den Effekt. Jetzt hat, wie gesagt, ich switch jetzt gleich mal schnell um auf den Pinsel. Da tue ich mir ein bisschen leichter. Und unser Körper von der Ameise ist eigentlich schon fast fertig. Also das Gröbste ist durch. Hier auch wieder eine Rundung unten hin machen oder malen. Machen, da muss ja nicht. Entschuldigung. Ach, ich bin immer einfach noch so unbeholfen. Entschuldigung. Aber es wird mit Sicherheit mit jedem Video hoffentlich besser. So. Also dann malen wir jetzt halt den Hals von dem Mittelstück. Ich weiß gar nicht, das mittlere Glied des Körpers, würde ich jetzt sagen. Den Hals. Und da wir ja die Farbe nicht ausgehärtet haben, können wir jetzt ganz einfach unsere Fühler rausziehen und müssen jetzt nicht extra in Farbe tauchen. Genau, und da ziehen wir jetzt beide Fühler. Mir fehlt jetzt hier gleich die Farbe, reicht jetzt nicht ganz aus. Dann geht ihr einfach nochmal rein in den Kopf oder in den Körper, das ist egal.
Und schnappt euch ein bisschen Farbe, ist ja genug da, und zieht einfach nochmal nach. Das ist alles kein Problem, auch wenn ihr zwei, dreimal nachziehen müsst, ist überhaupt gar kein Thema. Drückt bloß den Pinsel nicht auf, dass die Linien schön fein werden, weil wir wollen ja filigrane Ameise und keine Balken. Ne? Also wirklich nicht aufdrücken, sondern wirklich nur mit der Pinselspitze malen. Braucht ihr natürlich auch einen guten Pinsel, der wirklich schöne Spannkraft hat. So, dann ziehen wir die Füße raus. Ich mache dann immer, wo der Körper und der Fuß sich berührt, oder das Bein in dem Fall, mache ich immer so einen kleinen Knupsel hin, dann schaut es noch ein bisschen realer aus. Jetzt gehen wir wieder in dieses Mittelglied und da ziehen wir einfach in so einer C-Kurve den Arm raus und der soll sich dann am Ende wieder mit dem Unterkörper berühren. Muss aber nicht ganz berührt werden, also es ist, wie ihr das gerne möchtet. Ich mache immer, dass sie sich ganz, ganz dezent berühren oder wirklich so hauchdünn auslaufen. Ne, ihr könnt auch, wie gesagt, nochmal gerne nachholen, die Farbe. Überhaupt kein Problem. Das müsst ihr jetzt halt, bitte aushärten, damit auch nichts mehr vermischen oder verlaufen kann. Dann brauchen wir wieder unser Dotting-Tool und dann setzen wir unsere Augäpfel. Die werden ja dann später als 3D-Effekt. Der Rest der Ameise bleibt ja ganz normal. Ne? Also wir können natürlich die Ameise auch im 3D-Effekt machen. Das wisst ihr jetzt, wie es geht vom Marienkäfer her. Aber ich mache jetzt in dem Fall nur die Augen. Das Weiß wieder kurz anhärten. Und da würde ich jetzt wieder den Pinsel empfehlen, weil da könnt ihr feinere Punkte machen. Und wir wollen jetzt halt die Pupille. Und die soll ja ganz fein und eben nur drauf. Also einfach ein kleines Pünktchen aufnehmen mit dem Pinsel und kurz absetzen, fertig. Da braucht ihr nicht malen, nix, sondern wirklich absetzen, fertig. So, dann wieder kurz anhärten und dann brauchen wir Weiß. Das ist aber jetzt kein Muss, das mache ich einfach nur, ja, ich finde, es wirkt noch ein bisschen realer. Da kommt jetzt so ein Spiegelreflex rein. Also einfach so ein Schnipselchen da reinsetzen und fertig ist der Lack im Endeffekt. Also mehr braucht ihr da gar nicht machen. Das muss jetzt alles sehr gut durchgehärtet werden, weil jetzt geht es ans Versiegeln. Ich versiegle wieder mit demselben Versiegler wie eben, ohne Schwitzschicht und in Glanz. Und den müsst ihr natürlich wieder aushärten, wie lange eurer eben braucht. Also wie gesagt, ich mache meinen 120 Minuten in der LED-Lampe. Da hat der wirklich einen wunderschönen Glanz. Unsere Ameise oder beziehungsweise unser Tipp ist fertig ausgehärtet. Jetzt machen wir das gleiche Spiel wie vorhin. Wir nehmen wieder das Aufbaugel, immer noch standfest, hat sich nichts verändert. Und dann machen wir unseren 3D-Effekt auf die Augen. Hier härte ich wirklich jeden Punkt einzeln aus, weil wenn die sich berühren, dann schaut es immer ein bisschen komisch aus. Passiert mir aber genauso, dass die sich mal berühren. Das ist aber schöner, wenn ihr jetzt wirklich den Punkt setzt mit eurem Dotting-Tool. Jetzt ziehen wir es ab und jetzt geht er in die Lampe und härtet es an. Und wenn das ein paar Sekunden angehärtet ist, dann setzt ihr einfach den zweiten Punkt oder ja, das zweite Auge oder den Effekt eben. Punkt. Einfach kurz andotzen und drehen, dann reißt es ab und ihr könnt mit dem Fädchen, was sich da bildet, noch ein wenig ziehen, wo ihr hin wollt mit eurem Auge. So, aushärten. Hier seht ihr unser fertiges Ergebnis. Ich finde es ganz gelungen. Ich finde es richtig süß und gerade perfekt für diese aktuelle Zeit und für die Jahreszeit. Wenn ihr noch mehr von mir sehen wollt, gerne in die Kommentare, auf was ihr Lust habt. Oder ein Däumchen nach oben. Würde ich mich sehr freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Und vergesst nicht, das Glöckchen zu drücken, damit ihr immer benachrichtigt wird, wenn ich was Neues hochstelle. Bis bald, meine Lieben. Ich freue mich auf euch. Tschüss.